Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im LS22 auf Münsterland TV, nee, bei Münsterland TV, auf der Landkreis Rostock im Projekt 0 Euro bis XXL mit Oskar Freiberg. Anwesend. Mini-Mi 1982-0 Moin, moin. und kein geringer als Fürst der Finsternis, der wetzt schon wieder seine Säbel. Moin. Ja, wir sind hier noch ein bisschen beschäftigt. Ein, zwei Minuten. Zwei Felder werden gerade gepflügt, beziehungsweise erstmal das eine, dann das andere. Feld 4, 34. 46 wird abgeerntet. Das wisst ihr natürlich als Stammzuschauer. Einer ist weniger, der hat gesagt gestern, das war nicht toll. Aber sonst sind wir hier ganz ordentlich dran. Diesmal eine bessere Taktik. Ja, Stroh wird direkt abgefahren. Der Abfahrer, beziehungsweise die Autodrive fährt es direkt weg, das Weizen sobald voll ist, und der Überladewagen wird halt genutzt, um den Ablader, beziehungsweise den Überlader, nee, den Abfahrer zu befüllen. Kein Hexenwerk, ist ja genauso gedacht, sonst würden wir solche Fahrzeuge nicht kriegen. Ja. Ist halt nur ein bisschen schwierig, wenn man alleine unterwegs ist. Okay, Abfahrer hätte ich auch nutzen können, aber wir wollten ja noch so tricksen und gucken. Wenn wir natürlich am Ende kein Geld für den Auftrag kriegen, dann können wir noch so viel tricksen und fuchsen. %. Ich muss noch gucken, wo der den hingesetzt hat. Irgendwo hat er den hingesetzt, bestimmt. Da hinten sehe ich was Grünes. Wenn der sogar. Ne, der steht da drüben. Ich will mich da ärgern. Wir winken mal zu den Überladern. Hallo, komm mal hergefahren. Ja, noch auf %. Ja, der Abfahrer ist auch schon wieder unterwegs. Ich glaube, ist auf dem Rückweg schon wieder. Genau, der hat nichts mehr geladen. Oh, ist auch schon fast wieder voll. Der Anhänger beim Oskar. Wir haben jetzt Besuch vom Felderzwerg, einen Unterschied von 9%. Ja. Ihr arbeitet parallel, wir arbeiten. Können wir jetzt erstmal so Sachen stehen lassen? Ja. Gegeneinander. Ja, wir haben einen, der offiziell arbeitet und einer, der schwarz arbeitet, ne? Von Ja, daher. das wäre doch im Vorteil. Ja, und du bist nicht der offiziell arbeitet. Ja, das Wort arbeiten für das, was ich tue, ist eh nicht angebracht, aber. Ja. Stimmt. Ja. Ja, erste wahre Aussage. Ja, man muss auch Sachen einfach mal beim Namen nennen, ne? Den Überladewagen geht jetzt 18 km rein. Aber der kann ruhig hier stehen bleiben, weil dann fahre ich gleich weiter und lade dann nochmal, wenn ich hier wieder bin. Ja, ich hätte ihn nicht gestellt. Und man sieht halt nicht, was der hat, weil ja kein Trecker davor steht. Aber einfach keinen haben. Da weiß ich zumindest, was damit passiert ist. Ist der Strom gerade weg schon? Ja, ne? Ja, 50 km sind wieder unterwegs auf Reise. Ja. Ja. Du bist das, ne? Oh, nur noch 7%.
Minimi, du musst da auf den anderen Hof Raps ansehen. Nee, 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 noch nicht. Baum einfach gewachsen. Wer den dahin gepflanzt hat. Eine Möwe wahrscheinlich. Hä? Der Rückwärtsgang nicht. Rückwärtsgang ist kaputt. Du steckst ja auch mit, vorne mit dem Dings im Baum drin. Ja, deswegen will ich ja rückwärts fahren. Ja, wenn du das Dings auf dem Boden hast und eingeschaltet, dann also kommen wir schneller weiter. Oh, der hat einen Euro mehr bekommen. Ich glaube, der schläft mit dir. Ich habe wieder verhandelt. Ja. Muss ja gut sein, scheinbar. Hat ihr eine Schachtel Panini noch vorbeigebracht? Jeden Stroh gewickelt. Für 10 Euro, ja. Und dafür habe ich 1 Euro mehr bekommen. Ja, aber das ist Zukunftsinvestition. Du machst das ja 10 Mal jetzt nicht mehr. Was macht der jetzt auch? Achso, ich habe. Ach, hier bin ich ja urban mit GPS gefahren. Noch einmal mit Profis. Dann 2 Minuten. Aber gut, dass ich das Stroh nicht einsammeln muss, was hier steht, liegt jetzt. Ich musste husten, ist der Strom ein bisschen schwieriger hier hinten. Was machst du eigentlich? Nichts. Und du? Ich arbeite. Okay. Brot kann schimmeln. Was kann Steffen? Nicht viel. Von dem kann auch nur die Hälfte. Ach, ich denke, das ist ein Aufwand, den Minimi da rauszuschneiden. Ah, selbst die betrunkene Tochter hat mal in der. Du warst betrunken und die Tochter war drin, so war das. Mhm. In der Donnerstagfolge kommt's, aber das ist jetzt. Wenn ihr es hört, ist es spät für euch. Twitcher ist interessant. Nee, Donnerstag kann ich. Weiß ich nicht. Doch kann. Hab ich gesagt, ne? Weiter. Bei der zweiten Aufnahmesession. Gibt auf jeden Fall schon ein paar Folgen zuvor. Aber 4:1, 6%, aber so war schon wieder näher dran. Ja, weil er jetzt wahrscheinlich gerade wieder entladen hat. Nee, eigentlich gerade nicht. Er steht schon wieder hier. Ich bin zwar wieder am Losfahren, aber so viel Prozent macht das Ernten jetzt nicht, aber. Seit ihr seid ja 6, gerade war es ja 7. Wir müssen mal rückwärts fahren, dann hilft das. Flügen wir trotzdem. Ja, aber auf der Fläche, die schon geflügt ist. Das ist ja unwirtschaftlich. Das ist richtig. Nee, ist ja alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben für den Huhn. Hier kann ich wieder mit GPS fahren. Mit Leben auf dem Feld. Ja, zumindest irgendwo. Ja. Ja. Das ist ein Elektro-Trecker, den hört man hier nicht, ne? Den ich auch.
Oder wenn ich jetzt da vorbeifahre, packe ich hier nochmal rein. Wobei ich jetzt die ganze Zeit hin und her fahre, also kann das letztendlich so wirklich in der Mitte so stehen bleiben da. Ja, aber nicht zum Stroh einladen, bitte. Ne? Nicht mir. Hm. Kein Stroh da rein, meinst du? Kein Weizen zum Stroh. Und kein Stroh zum Weizen, oder? Ja. Stroh auf Weizen, das lass sein. Weizen auf Stroh, das rate ich dir. So war das, ne? So war es, ja. Ungefähr. Da liegt noch Stroh, ne? Du hast eine Maske auf. Oh, und dann Sicherungskasten. Oh. Bin ich aus dem Spiel. Du bist aus dem Spiel? Naja, jetzt bin ich wieder hier. Ja. War kurz am anderen Display. Hm. Ja, das ist halt Reichtum, ne? Bei Displays und so. Na, oh. Und vom dritten will ich gar nicht drehen. Wie gibt's bei uns? Schon wieder 2 Stunden auf Rostock und 23 K Grad. Aber immerhin wächst heute das Geld. Nein. Zack. Sonst macht Lemmy das sonst eigentlich immer. Ja, macht ja keinen Sinn, hier das Feld zu flügen. Weil? Kriegen wir Geld für. Ich meine nur, weil er wie Speedy Gonzales an dir vorbeigesegelt ist. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, ich wollte nur, dass man ein Gefühl bekommt, wie langsam Steffen arbeitet. Ja. Nee, das sind die Leute, die den ganzen Tag nichts machen, die dann ein, zwei Mal so an der Tür vorbeilaufen, so nach dem Motto, ich habe so viel zu tun, mit einem Block in der Hand, weißt du? Und nichts steht drauf. Ja, Hauptsache hier, man hat mich zweimal gesehen. Anwesenheit zählt doch, oder nicht? Leider arbeitsrechtlich schon. Wer soll man es denn demnächst auch noch nachweisen? Gibt ja eigentlich auch eine Stempeluhr bei Soldaten. Da muss man halt gucken, dass man an der Front da so eine Stempeluhr installiert, ne? Ja. Das ist wichtig. Das ist wahrscheinlich der erste, der vorfährt. IT-Struktur und Stempeluhr installieren. Sonst darf er nicht arbeiten. Wenn auch mit um 16:30 der Hammer fällt, da wird er nicht mehr weitergekämpft. Genau. Maximal einmal die Woche können Überstunden angeordnet werden. Aber freitags 12 Uhr, ne, bevor in der Feierabend. Hm. Ja, gestern habe ich irgendwas von 9.30 Uhr sogar gehört. Oh. Sieht auf jeden Fall voll aus, Bergmann. Also nicht randvoll, aber voll. Also so wie Minimi. Ja. Nee, heute nicht. Nee. Heute keine Mische? Nee, heute keine. Nee, in der Woche nicht. So. In der Woche bin ich Abstinenz. Da gibt's nichts. Und wie geht's dir damit? Wieso? Soll es mir dann irgendwie schlecht gehen mit? Dann soll er sich Sorgen machen, ja, aber. Ja. Nee, das ist ja auch. 45 war ich gerade auf. Ja. Jetzt, die Verhandlung. Die war keine Verbesserung, mehr. Sie wenn gleich die wieder die Euro runtergeht, dann hat sie einfach auf ihre Hüften geguckt, wo die Pralinen jetzt sind. Und nur noch 4% Unterschied. Jetzt hat sie auch Gas gegeben da drüben, ne? War langs Bahn quer durch, oder was? Jo. Sache flügen. Sei das schon Folgewende fertig auch, ne? Ja. Ja. Ist ja jeder Meter ein Fortschritt. Fortschritt, ja. Ja. Diese Projektchen ohne DDR-Maschine, das wäre. Lemmy. Ja, aber dann mit 9 Mann drauf oder so. Ja, da brauchst du ja gefühlt 25 Leute mit 25.000 Maschinen, damit der Acker irgendwann mal fertig wird.
Ja, da passt ja auch kein GPS zu und kein Autodrive. Ja. Dann sitzt du wirklich. Und die K700, die einigermaßen PS haben, die sind auch pottenhässlich. Ja, aber die haben Kraft, die Dinger. Ja, ja, Kraft haben die. Also, die musst du dann schon nehmen, sonst hast du. Ich habe aber gar nicht gesagt, was als Update kommen soll auf der Rostock. Aber ja, ihr habt ja gesagt, er macht es meistens ohne Safe Game neu und so. Okay, genau. Ja, ha, guck, siehst du das zweite Mal an der Tür vorbei und beim dritten Mal so nach dem Motto, guckt man schon, dann weiß er, dass die Affen auch arbeiten. Wenn du jetzt noch Stroh sammeln würdest dabei, dann könntest du sogar von Arbeit sprechen. Wofür bekomme ich nicht mehr? Wofür? Fürs. Doch, du kriegst mal 4. Mal 4? Ja. Kannst deinen jetzigen 0? Lohn mal 4 rechnen. Also 4 mal 0 bleibt bei 0. Geht ja auch seine Arbeit, ist ja genauso. Ich glaube, jetzt fährt er nicht mehr dicht an mir vorbei, jetzt fährt er auf Fahrerkabine zu. Jetzt fährt er gleich drüber. Fährt er auf die Fahrerkabine. So wie Five Ball mit dem Boot. Ich hoffe, das hat nicht wehgetan. Putz. Also ich mach mal keinen Genuss für jeden. Naja. Aber kurz angenockt. Ah, ja. Das war der vorige Mal. Der nächste Mal sich angenommen, dann genau. Das nächste Mal macht er das, wenn er wieder von hinten kommt. Und dann dreht er sich nämlich wie so ein Brummkreisel. Nur für die Akten, bis jetzt kam Oskar noch nicht von hinten, ne? Bevor hier irgendwelche falschen Tatsachen. Angefahren von so. Hinten. Ach nee. Weißt du, ich meinst, ich soll lieber zurückgucken. Das hilft dir auch nicht. Ja, doch einen Gang rausnehmen, dann schiebt es zumindest noch nach vorne und fängt ein bisschen ab. Und Levi, jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben. 4%, die werden wir doch wohl noch kriegen, oder was? Wir schauen mal, ich bin ja auch auf Langbahn. Schick den Abfahrer los! Du sagst, damit du wieder 3-4% plus machst, was? So viel ist das nicht. 30% haben wir schon abgeschlossen. Jetzt wichtig ist, dass wir den Auftrag abschließen und dass wir das Geld kriegen. Genau. Das ist das Wichtigste. Wenn wir uns da gegenseitig helfen, dass wir uns anspornen hier, dann ist doch auch okay. Aber wie du schon sagst, dadurch, dass wir durchfahren können, wir abfahren und so weiter. Natürlich auch ein Riesenfeld, muss man dazu sagen. Die 90 Quadratmeter, Hektar, oder? Das ist schon Unmengen. Und das 34er war ungefähr die Hälfte, ne? 50 oder so, ne? Ja, ich glaube, ja. Ungefähr unsere Größe jetzt hier. Ne? Ich hoffe, dass noch ein Trecker drin bleibt, weil dann wäre es natürlich richtig gut, alles abtrauen oder Pferde stärken. Cool, ist auch schon auf 24k. Es geht zwar langsam, nämlich die 1745, aber kommt immer stetig, ne? Also, und hier ist ja noch Stroh. Sieht so aus, als hätte er noch nicht gearbeitet. Von daher ist noch richtig viel zu tun. Da vorne ist er. Ja. Macht er wieder voll. Aufstellende Betonwand hinter mir. Wie bei Fortnite. Ne, wie heißt das Ding? Fortnite, ne? Mhm. Wo man was aufbauen kann. Ja, 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 so viel Sand und keine Firmchen.
Boah, ich habe das gestern Stroh abgefahren, da war ich aber fertig mit Rechen. Mit diesem kleinsten da, ne? Weil ich dachte, komm, ist direkt daneben an, aber du fährst ja einen Wolf, eine halbe Bahn, zack, musst du wieder rein. Aber es war schon. Ach. Dann hatte ich den großen gemietet, dann konnte ich damit nicht da abgeben. Da dachte ich, ah, jetzt fährst du aber noch die langen Strecken. Ich habe zwar dann fahren lassen, aber wie gesagt, immer 4-5,5 Minuten, ne? Und da ich eh nichts anderes hatte, bin ich auch mitgefahren, aber dann habe ich meist auf Rückfahrt, wo ich dachte, okay, ab hier kennst du wieder aus, habe ich dann selbst übernommen. Machst du dreimal, aber dann hast du auch schon wieder eine Dreiviertelstunde weiter. Ja, dann dachte ich, machst du heute den Rest. Hat das Spiel gesagt, nö. Computer sagt nein. Richtig. Das war ein Bild, wie das Gewicht davor. Wahrscheinlich war mein Blick auch genauso toll, wenn der Facecam will. Hä? Ach ja, stimmt. Ja. Wobei ja stimmt, wäre eine Aussage, wenn man es gewusst hätte. Also ich habe doch nicht mal ansatzweise gedacht, dass wir den Auftrag da verlieren, ne? Weil der Tag war ja noch lange nicht rum. Also mit einem neuen Tag okay bei Season, hätte ich noch gesagt, aber 11 Uhr hätte ich nicht gedacht, dass da irgendwas weggeht. So. Naja. Wo fährst du das Stroh immer hin? Biomeister Heizkraftwerk oder? Nein, zum Landhandel. Ich glaube, das ist das kürzeste. Okay. Wegen 2 Euro brauchst du nicht um die halbe Meter fahren. Landhandel weiß ich gar nicht. Doch, der war hier oben, stimmt. Der war hier oben. Also. Ja. Der Getreidehandel. Biomeister ist ganz, 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 ganz unten. Ja, wie gesagt, da war ich gestern mal hingefahren, weil es dann 39 statt 33 gegeben hat, aber. Davon eine ganze Ladung hast du 1900 bekommen oder 1700 und du bist halt wirklich 5 Minuten hoch und 5 Minuten runter sind 10 Minuten, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Wie gesagt, auch gelernt wieder, wenn du einen Triggerpunkt selber nicht nutzen kannst, dann nutzt den Autodrive, die können abkippen. Hm. Gut, dass du mich gerade noch gesehen hast. Ja. Ist ja auf jeden Fall schon wieder drin. Ne? Ich glaube, du hast das schon 4-mal oder 3-mal abgegeben. Ne? 5-mal, glaube ich sogar. Ja, meine Provision kommt noch weg. Ja, die 0 musst du noch wieder abziehen davon. Ja, und dann. Ja, mal 4. Bitte. Die 0 mal 4. Ja, ja. Ja. Also, ich habe schon das Ergebnis zusammengerechnet. Hm. Ja, 2000 haben wir schon plus. Abzüglich Miete. Prozent auch noch, ne? Oder im Dienst ist ja auch noch was im Überladung. Fass, Butterfass. Butterfass, ja.
6. 2, weg, ja. Sei du willst an dem herfahren. Ja, das entschleunigt so. Die bei der Arbeit zuzusehen. Kannst du doch mal Gas geben. Ja, komm auf meinem Niveau herunter, alles gut. Wenn du so ein Niveau hättest. Ja, auch Minus ist gut haben, ne? Ja, ja, stimmt. Hast du ja gesehen. Aber ich habe jetzt gelernt, wie man die Parkposition einstellt. Ich muss dann nachher auch nochmal auf die andere Map. Okay. Du musst einfach in dem in der Einstellung sein, also das Dreieck aktiviert, ne? Mhm. Muss dann auswählen, was die Parkposition ist und dann kannst du auf P drücken, dann speichert er das mit links. Okay. Da gibt auch einen bestimmten Ton, von daher. Und du musst aufpassen, wenn du einen Anhänger dahinter hast und der Anhänger ausgewählt ist, dann hast du die Parkposition nur für den Anhänger bestimmt, was ja gewollt sein könnte, aber wenn du halt für die Trecker, dann müsstest du da wirklich den Trecker auswählen als Gerät. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt mit Alt gedrückt, kannst du per Maus die Dinger löschen. Und dann kannst du auch noch Nebenstrecken einstellen. Bedeutet, dann sind die so orange. Und dann nehmen die nur, wenn das 200 Mal kürzer ist. Ansonsten umfahren die das. Ne? Gerade wenn du so einen Kuhhof hast oder so einen Stall, wo du nicht willst, dass sie da durchfährt. Und von daher ein bisschen habe ich geguckt. Okay. Ich mal gucken und... Der hat auch das ganz gut gemacht. Der hat das eingefahren mit GPS, ne, dass er wirklich geradlinig ist. Kannst dann auch selber die Punkte setzen. Hm? Hast du fein gemacht, wie der Strappi. Normale Krise mit deiner Türken. Wieso das? Ja, ich gebe gerade die Kopie an der Hand, ja. Da, gib mir mal bitte eine Zigarettenhülle. Hier sind wir welche raus. Dann brauchen wir noch eine. Oh, da sind wir wieder. Ach ja. 2%. Ja, aber der ist unterwegs, ne? Der Abfahrer. Und ich auch, mit Hochgeschwindigkeit und so. Ja, mit Mopsgeschwindigkeit meinst du? Ja. Ja, ich hoffe ja, dass der Total ein bisschen schneller ist. Ich komme ja... Mann, bist du blöd. Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die dat. Das kannst du so auch nicht sagen, Herr Freiberg. Ach, da hat einer dann fast den gleichen Namen. Komisch. Nein, doch. Der Minimi auch. Jetzt hat er seine ganzen Punkte ausgegeben mit einmal. Ja, ich glaube kaum, dass ich 41.000 mit einmal ausgebe. Das sehe ich ganz genauso. Ich muss von den Kurz das nochmal finden, ob ich das finde. Das war lustig, jetzt wo du dabei bist. Gibt man die eine Runde in die AFK. Aber nur an der Scheißstelle, da kann ich mal nicht Powers machen. Bisschen leer da, ja, aber wenn ich den Moment hast du es auch gemacht. Hab doch gesagt, mache ich. So. Gehört, es war so laut. So laut. Bitte. Wie lange geht die Folge noch?
ungefähr bis jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen da. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Wieder raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.